Heute machen wir Pasta-Sticks. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt asynchron rede, ich habe mein Audio verschlammt. Ihr braucht dazu gekochte Pasta. Die legt ihr auf ein schönes Backblech und dann reibt ihr die ein mit Tomatensauce. Darüber könnt ihr dann euer favorisiertes Gemüse tun. Wir haben hier rote Zwiebelchen, Oliven und auch ein bisschen Paprika drüber gemacht. Dann gibt es am Ende noch ein bisschen Mozzarella. Alles nur wichtig auf eine Seite machen, denn das kommt jetzt in den Ofen auf 180 Grad, bis er durch ist und so aussieht. Toll, guckt euch mal die Fäden an. Das ist lecker. Das ist auf jeden Fall eine 4 von 5 und absolut zu empfehlen. Macht das mal nach, denn...